Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Ja, und damit herzlich willkommen bei Close to the Sun. Ein Spiel, das höchstpersönlich von Nikola Tesla entwickelt wurde. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Verehrter Gast von Bordenkliff. Was? Okay. Aus sicherer Zone, Sie die auf dem Shuttle befindliche Beobachtungskabine zu betreten. Das Andocken beginnt, sobald alle Passagiere sicher sind. Ja, das mache ich. Das Spiel wurde... Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Ja. Also das Spiel wurde hauptsächlich wegen dieses Ozeans finanziert. Weil man den Ozean hier, so wie er jetzt aussieht... programmiert hat selbst und dann dieses Asset oder wie das heißt an andere Spielefirmen verkauft hat. Einfach so. Ja. Was kann ich hier machen? Was lesen? Der Helios. Das achte Weltwunder. Ein Triumph der Wissenschaft und so weiter und so fort. Ja. Ach so, ja, da steht so. Ein Triumph des Ingenieurwesens, wissenschaftlichen Fortschritt. Treten Sie dem Helios-Team bei. Bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wartenkleff-Niederlassung. Haben wir anscheinend gemacht. Ja, und die Helios ist das Schiff oder eine Stadt sozusagen. Das wurde von Nikola Tesla gebaut und nicht das Spiel. So. Das ist ein Schiff. Die Helios, oder? Ach du Scheiße. Eine britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Anführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Wartencliff weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsenden Druck gegenzusteuern. Ja. Sieht alles nicht so rosig aus hier. Ja, da ist wieder Eroberung neuer wissenschaftlicher Gebiete unter der Leitung von Nikola Tesla persönlich. Oh mein Gott. Der lebt also noch? Wo geht's denn hier raus? Ich will hier raus. Das Spiel gibt's auf nur im Epic Store. Und ist heute am 1. Am 2. Mai... Heute ist schon der zweite. Ja, heute am 2. Mai eigentlich rausgekommen. So, das Meer. Sieht aber auch schon schön aus, das Meer. Also... Ja. Das ist wahrscheinlich das Forschungsschiff, auf dem wir andocken werden. Der Text hier. Das Helios Grand Theater. Großartig und Unterhaltung für großartige Menschen. Ja. Das bin ich. Ach, hier ist das Beobachtungsdeck wahrscheinlich. Da müssen wir hin. Ne, da oben. Ich habe jetzt seit über 2 Wochen kein Video mehr gepostet, ey. Es wurde mal wieder Zeit.
sieht gruselig aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und die Grafik ist schon hübsch. So wie der Regen hier runterfällt. Hat was, was Bioshock-artiges. Ich denke, das Spiel wurde auch von Bioshock infiziert. Einfach mal Knopf drücken. So, press button to... Achso, ja, jetzt habe ich die Docking-Prozedur eingeleitet. Mal gucken. Storm in the Teacup Presence. Ich lasse mal das Bild sprechen. Close to the sun. Ha. Kapitel 1, die Grenze des Hermes. Und ich bin angedockt. Ich weiß nicht, was ich mich hier erwarten wird. Erstmal mit Ada kommunizieren, das ist unsere Schwester, wie ich gehört habe. Oh, da ist alles hochtechnologisch. Ich dachte, die großartige Helias wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Und es ruckelt ein bisschen. Was war das? Klang wie eine Kuh. Du heilige Scheiße. Das sieht schon Hammer aus. Wadencliff. Also, ich will nicht wissen, wie groß das Schiff ist. Bestimmt etwas größer als die Titanic. Was ist hier? Was kann man hier mal hin? Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Ja. Die Schiffsratte. Aktiver Spion. Isolieren und eliminieren. Okay. Ein Spion. Vielleicht von, Thomas Edison. Die beiden waren damals ja, also Tesla und Edison waren damals ja nicht so gut befreundet. Was haben diese leuchtenden Punkte hier auf sich? Sind das Städte? Das ist New York? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. In Geo war ich, naja, nur mittelmäßig gut. Ich hoffe, ich... Wardencliff. Alter. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Warum spricht die so laut?
Alter. So, ich bin hier, ich bin da unten. Harbor. Alter, hier gibt's 60, ja, Orte, die wir bestimmt alle bereisen können. Quarantäne. Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Oh oh. Na toll. Kann ich das mit Gamepad spielen? Ich probier's mal aus. Vielleicht angenehmer. Ja, kann ich. Oh, geil. Oh, die Ruckelei. Oh mein Gott. Soll das so sein? Ist das normal hier? Ich will noch nicht darüber steigen. Ich will mich erst umgucken. Ja, aber hier gibt es ja nicht viel. ST mit Gists. Build the future. Ja, Blut. Mein Gott. Was habe ich jetzt gemacht? Ich sollte nicht ständig auf Knöpfe drücken. Habe ich so das Gefühl. Hm. An den Zettel komme ich nicht ran. Da vorne ist ein Aufzug. Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsschalter. Okay. Ich muss... Oh nee, das geht ja nicht. Ich muss auf Knöpfe drücken. Es geht nicht anders. Hallo? Ist hier jemand? Oh Gott. Wir sind nicht alleine. Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal, die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, Alter, wirklich. Danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Jetzt habe ich mich aber ein bisschen erschrocken. Japan. Was hat das zu bedeuten? Es steht auch in Deutschland so eine Fahne? Nee. Nur in Frankreich. Oh Gott. Bestätigte Edison-Agenten. Der Konkurrenzkampf zwischen ihnen scheint noch im Gange zu sein. Ja, okay. Die beiden, ey. Britische Marine auf Suche nach Helios. Das habe ich doch schon gelesen. Alter Schinken. Bishop Group, Interrogation Subject Andrei Lachenko. London Safe House, Baker Street, wohnt nicht auch Sherlock Holmes in der Baker Street? Spy Connections. Aha. Interessant. Ich weiß nicht, wo ich hier hinlaufe. Das sieht mir aus wie das Klo.
Nee, Storage Room. Abgesperrt. M-Hot Pirate Office. Ah, jetzt bin ich ja wieder hier. Okay. Das hier, Gentleman, das ist das Klo. Out of order. Use the ladies room. Oh mein Gott. Achso, ich spiele ja auch eine Frau. Abgeschlossen. Was ist, wenn ich jetzt aufs Klo muss? Wenn ich jetzt mal schön kacken muss? Ja, Frauen. Frauen kacken ja nicht. Das war bestimmt der Spion. Da gibt's nichts. The Harnesk Private Office. Ist er auch bestimmt zugeschlossen? Ja, wie immer. Auch rennen oder sowas? Oh. Hauptziel. Ja, hier gibt es auch Collectibles, oh mein Gott. Hier war ich doch schon. Ah, okay. Mit R, B renne ich. Mit L ziele ich. Scheiße. Security Override. Ich denke, ich werde es abschalten müssen. Ich muss den Rohren folgen, denke ich mal. War ich ja auch schon. Was ist das? Nicholas Ford, Geburtstag am 11. Oktober 1850, in USA geboren. Aufenthaltszweck Schauspieler, dauert des Aufenthalts 21 Tage. Okay. Schauspieler. Aber ein ganzes Schiff nur wegen eines Spions abzuriegeln, da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Lecker. Mann, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss hier... Hier hinten war ich noch nicht. Ah ja, klar. Bin ich ja wieder hier, oder das ist jetzt ein anderer Raum. Ah, okay, gut. Okay, so, nur eins noch eins. Habe ich gemacht. Ja, da ist er wieder, der Spion. Profil Dampf, bevorstehende Bedrohung. Bekannte Pseudonyme Matthias Ellis, Simon Elder, Ernest Thompson. Ein Spion.
gibt's hier? Die Befragung des Forschers Becker hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Anzahl abteilungsübergreifender Gerüchte, die sensible Informationen enthielten. Leider verstummte auch die Quelle um Edisons mutmaßliche Spionage. Wir sind daher bei der Untersuchung, welches Material genau kompromittiert wurde, nicht weitergekommen. Ich beantrage hiermit künftig praxisorientierter vorzugehen, um die dauerhafte Sicherheit der Helios zu gewährleisten. Wir können uns keine weitere Sabotage leisten. Einmal ist genug. Mir ist bewusst, wie unrecht, Herrn T., diese weniger durchdachten Maßnahmen sind. Aber manchmal ist es auf die altmodische Art am besten. Schmütter-Zeitung. Französische Klimatologin Jean Willepreux im Shuttle der Helios gesichtet. Weitere hochkarätige Wissenschaftlerin schließt sich wachsender Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert. Helios-Shuttle verhindert Kollisionen. Was ist hier nur passiert? Kurz noch da hochgehen. Ah, wird dann. What the hell? Rohrpostnachricht. Keine Sorge, Ihre Forschungsergebnisse enthalten den Schlüssel zu allem. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Für dich vielleicht. Wieder ein Passport. David Bishop. Geburtsdatum 4. Dezember 1890, geboren in England, London. Aufenthaltszweck begleiteter Minderjähriger. 7 Tage war er hier. Oder ist er, wird er hier sein? Oder wäre hier geblieben? Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichen Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Teslas Schiffswaffen könnten ganze Flotte vernichten. Also mit einer Waffe den Frieden erzwingen? Ja, sehr merkwürdige Taktik. Aber all diese Rätsel hier werden sich bestimmt auflösen irgendwann. Ich hasse verschlossene Türen. Ah! Was ist hier passiert? Blut. Ein Verhörzimmer. Sieht aus wie ein Verhörzimmer. Passport. Sylvia Bishop, 8. Juli 1860, geboren in England, Aufenthaltszweck Kunstausstellung. Und Tiere. Lecker. Jackpot. Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Edison. Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, ob er es will oder nicht. Dies ist definitiv eine Code-West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Hier wurde der Spion also verhört. Nikola Tesla rekrutiert einen britischen Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließlich der Helios-Crew an. Ja.
Das ist so nicht richtig. Finde ich irgendeinen Hinweis? Auch nichts. Diesen Ort werde ich mir wohl merken müssen. Und dann beende ich erstmal die Folge. Fürs Erste. Dann bis zur nächsten Folge. Und viel Spaß noch. Ciao.